Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Sturmbegegnungen. Diesmal mit dabei Roxom. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ja, hast du richtig ausgesprochen. Hallo. Sehr schön, sehr schön. Das LP, das ist nicht so schlimm, wenn ich das weggelassen habe, oder? Es ist nee. Eigentlich ist das viel angenehmer. Ja, das war das sein. Ja, das soll einfach nur zeigen, dass ich nur Let's Play. So. Okay. Ja, hat der Name irgendeinen Hintergrund oder hast du den einfach so genommen, weil es cool ist oder also weil er cool klingt oder wie sieht das aus? Um ehrlich zu sein, kommt er von einem Spiel ein bisschen abgeändert. Okay. Und zwar von Kingdom Hearts. Da gibt es einen Charakter, der nennt sich Roxas. Ah. Okay. Genau. Okay. Na, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ja. Ein bisschen eigene Kreativität mit drin. Ja, dann erzähl uns mal ein bisschen, was du so machst und stell dich mal ein bisschen vor. Oh ja. Also, ja, das finde ich, find ich so. Das so manchmal so. Ach, herrlich. Ja, Entschuldigung. Ja, ich bin ein bisschen schüchtern, aber ich hoffe, das stört halt nicht so. Und ja, auf jeden Fall bringe ich bei meinem Kanal gerade Pokémon Tekken. Vielleicht interessiert es euch auf Pokémon. Und ja, und ich spiele auch Minecraft und dann noch Heroes of the Storm natürlich, weil da hat er mich schön angeschrieben. Ja, Pokémon Taken, das ist wirklich, finde ich interessant. Wie gesagt, ich hatte es glaube ich schon mal in einem Video von dir geschrieben, schade, dass es keine offene Welt gibt, wo man so ein bisschen rumspazieren kann. Dass es quasi nur auf diese Arena-Kämpfe da bezogen ist, oder? Ja, das ist, ja schon, aber der Tekken sagt es ja eigentlich schon, dass ja, man das halt, natürlich. Dass man halt nur in, dass es halt nur ein Beat'em'up ist, dass man nur gegeneinander schön antritt. Also wer davon noch nie was gehört hat, der muss sich das so vorstellen, es ist quasi wie Smash Brothers, nur dass du halt keine Schlucht hast, wo du runterfallen kannst, also gibt's vielleicht auch noch, aber ich find's recht cool, muss ich sagen. Gibt's das eigentlich nur für Wii U oder ist das auch für PlayStation und so? Ne, ich glaube, das ist nur für Wii U. Nee, nur Wii U. Hm. Nintendo oder. Nee. Da schenkt Nintendo nichts her. Ich dachte schon. Ah, okay. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, kannst du dir vorstellen, an wen du mich vielleicht ein bisschen erinnern könntest? So, wenn du redest, also so ein bisschen? Ja, mir würden auch schon extrem viele. Meine Freunde haben das extrem gesagt. Und zwar an Zombie. Ach so! Ja. Nee, ich wollte gerade in eine ganz andere Richtung. Okay. In eine ganz andere Richtung. Welche Richtung dann? Und zwar, sagen? Erinnerst du mich ein bisschen an Michael Mittermeier? Okay. Muss ich sagen. Manchmal so ein bisschen, da kommt es manchmal so ein bisschen zum Vorschein. Das dauert heute wieder lange. An die Richtung habe ich. Ich habe Zombie nicht abonniert, muss ich sagen. Deswegen kann ich das auch gar nicht beurteilen. Aber wenn deine Leute das sagen, dann könnte es ja sogar stimmen. Ja. Ach, Abatur. Ja. Abatur. Pink mal gucken, noch. Welche, ja, guck mal, welche Map. Oh, Höllschreine. Okay, das ist ein bisschen. Oh Mann. das. Oh Gott. Das ist wirklich. Der Volz dort mit seinem Profilbild. Weißt du, wie man das bekommt? Weil das sieht extrem cool aus. Muss man da extrem viele Zufallshelden spielen oder? Das ist eine gute Frage. Das ist doch das gleiche Bild, was die KI immer hat, oder? Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht das Zufallheld so aus. Das stimmt. Ich habe danach ein bisschen gegoogelt, aber ich habe nichts gefunden. Huh. Google ist kein guter Freund. Nee, zu mir nicht. Dann müsste man mal in dieser Porträt-Historie gucken. Also hier in deinem Profil, weil da steht da meistens. Was das ist, wie du das vielleicht bekommst. Okay. Nee, das habe ich auch noch nie gesehen. Wir spielen gegen ein Vierer-Team, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ja. Auch nur, weil wir beide in der Gruppe sind, deswegen haben die auch eine andere Gruppe mit reingeschmissen. Also aber klar. Ich sehe es schon mal positiv, die haben keinen Heiler, aber wir haben auch keinen. ja, das ist echt positiv, aber. Ich hoffe, aber die wir haben Shen. Der kann sich quasi selber ein bisschen hochheilen. Und der Schlechter, oh Gott, das wird lustig mit dem Anflacken. Dann nach Gaslow. Und dann Graumähne natürlich. Ja, Rain ist auch extrem nervig beim Fernkampf. Ja. Naja, gut. Mal gucken, wie das halt so läuft, ne? Wir haben noch einen Vollstart. Der reißt auch noch ein paar Sachen. Hoffen und ich bin der Tank, toll. Und ich muss schön auf die Fresse aufs Maul bekommen. Okay.
So, verursacht Schaden wird, ich glaube, das ist ein Russe, oder, Falster? Das kann ja wieder lustig werden. Ja. Das kann das ja wieder lustig werden. Warte mal, Lebenspunkte, Fringer, Mana, Reichweite. Immer gut, immer gut. Okay, dann gehe ich mal hoch. Ja, ich komme mit hoch. Okay, ich glaube, ach Mann, Na okay, gut. Okay, wir müssen uns trennen. Aber Moment mal, wer geht jetzt unten hin? Abathur. Der reißt das. Der reißt das. Wirklich? Ich glaube nicht. Oh, guck mal, wen haben wir denn da, Geslo? Ja, Graumene, der ist AFK, ne? Ja. Alberto, was machst du gerade? Das sieht schlecht aus, was er gerade gemacht hat. Er ist gerade rausgegangen. Was? Ja. Ich hoffe, der weiß, wie man sein Char spielt. Ja. Geht gerade herum. Okay. Okay, das wird lustig, Leute. Lol. Ah, gut. Warte, ich komm mal mit, weil das kann sich ja hier keiner mit angucken, Abathur dort. Vielleicht spielt man seit neuen Abathur so. Ich weiß nicht, aber kann möglich sein. Ja, der Graumene dort, das ist wirklich unschön. Ja, das stimmt. Sagen. Ups, wo geh ich denn jetzt hin? Da mein lustiges Team erwischt. Toll. Abathur! Ein pinker Abathur, der wahrscheinlich zum Trollen aufgelegt ist. Dann ein Graumene, der AFK ist. Und ich dann noch, der hier natürlich stirbt. Fast. Oder auch so. Ah, Mann, jetzt ist mir eingefallen, welchen Tank ich hätte spielen können. Mann. Da habe ich auch den Skin gekauft neulich. Welchen denn? Und zwar Arthas. Arthas. Oh ja, Arthas. Oh ja. Und was mache ich da? Oh nein, das ist schlecht. Oh nein, das ist schlecht. Oh nein, das ist ganz schlecht. Oh ah. Nein. So, Graumin ist jetzt da. Der kann sich oben ruhig alleine mit Gessler rumschlagen. Oh ja. So. Na komm, denkst du, ich gehe da? Okay, ja, das könnten wir eigentlich schaffen, weil die machen gerade irgendwie, sind total abgelenkt, die Gegner. Was machen die denn da unten? Suchen die Abathur oder? Alles klar. Ja. Sind die gerade zu dritt auf Abathur draufgegangen? Richtig, so jetzt. Lol. Okay. Oh, das war... Oh nee. Oh nee. Oh fuck, oh fuck, oh, oh fuck. Nee. Das ist nicht so gut. Aber wir müssten eigentlich... Ah, ja, Graumann sollte auch runterkommen. Ah. Ja, nee, das sieht nicht gut aus für uns. Ich hab kaum mehr. Das werden wir höchstwahrscheinlich bekommen. Naja, die haben ja nur momentan 3 mehr als wir, also. Ja. So, automatische Angriffe heilen ist immer gut. Als ob. Alter, komm hier. Chen müssen wir doch kriegen, sehr schön. Hier macht sich auch Zagara gut mit ihrer hier in. Automatische Angriffe treffen 3 Ziele. Das stimmt. Na, aber der Abathur ist recht gut. Wenn er nicht gerade rausrennt. Ja, komm, Graumene, komm, geh weg. Geh weg, Graumene. Dann zu spät. Aber wir haben ihn noch bekommen. Nein, die haben wir. Wir haben ihn auch bekommen. Achso, durch. Achso. So. Ah, da geht er auf mich. Nein! Aha. So. Wie viel hatten wir eigentlich? Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht drauf geguckt, aber ich glaube, es war knapp. Es war knapp. Hm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ui, ui, ui. Toll, da unten ist Reyna. Oh, da hat er dich. Ja, da hat er mich wirklich gut erwischt. So, wir müssen jetzt drehen. Komm, Chen krieg ich noch, sehr gut. Also der Graumene, der ist der Einzige, der mir, glaube ich, so richtig gefährlich werden könnte. Es sei denn, Dings! Oh Gott.
flackt mich fest. So. Komm, jetzt helf mir mal, Fallstart. Komm, komm. Lol. Na, scheiße. hier, oh. Schlechter, ne? Der ist, Ja, hab ich gerade gemerkt. Low Life. Da bin ich gleich vorbei gerannt. Aber ich habe mir noch nice, nice, nice. Ah, Kraumine. Lol, Rainer stirbt fast an den Minions. Ja. Also unser Apertur spielt Risky, so viel können wir schon mal sagen. Rennt der schon wieder alleine herum? Der ist ganz schön mutig. Ah, okay. Ja, ich glaube, der weiß nicht wirklich, wie man den spielt, aber... Tja, man lernt halt immer dazu, ne? Ja, das ist wahr. Aber warum gerade in unserem Spiel? Ja. Stimmt, mach mal Camp. Ja, kaum eine. Oh, oh. Ich glaube, Schlechter hat gerade... Der wittert, ja, er wittert ja, Abatur, er hat oh, nee. Abatur gewittert. Aber du, komm, los, aber los! Oh, nee. Ah. Der war gestart. Shit. Okay, was mache ich eigentlich da? Oh, verdammt. Ich bin tot, nein! Ich komme! Oh, nee. Komm mir entgegen, oder nein, oder nein? Weg da. Ha! Gerettet! Gerettet, sterb ich? Nein, Graumel, auch oh, nee. Nein! Oh. Aber wenigstens hast du mich gesaved. Das ist halt so. Ja. Denkbar. Ich glaube, wenn der Graumine nicht gewesen wäre, ich auch noch weggekommen. Aber der ist halt der Einzige, der mich so richtig verfolgen kann. Ja, genau. Das fehlt uns jetzt gerade ein bisschen. Mhm. Und der Graumine ist wieder auf K. Oder auch nicht. So, jetzt aber. Den das müssen wir mal kriegen. Okay. Ja, dann. Übrigens, was ich überhaupt mal sagen wollte, ihr habt ja vielleicht gemerkt, dass in den letzten Videos von mir, die relativ aktuell sind, sage ich jetzt mal, immer meine Maus übelst laut klickt. Das liegt daran, dass mir meine normale Computermaus kaputt gegangen ist, beziehungsweise ich konnte keinen linken Mausklick mehr machen, was natürlich die Funktionsweise von der Maus tierisch einschränkt. Und da habe ich jetzt eine ältere gefunden, die aber dreimal so laut ist anscheinend. Ja, gut so. Dann hört man besser die Maus. Soll ja auch was sagen, ne? So, okay. Es geht jetzt gerade ein bisschen. Oh nein, lol. Shit. Aber ich muss sagen, ich stelle mich gerade ein bisschen blöd an, muss ich auch sagen. Ja, ich glaube nicht, dass es nur daran liegt. Ah, es ist einfach. Naja, der Abatur, der fehlt halt hier auf der Map. Ja. Das stimmt, wir brauchen den Abatur. Der Abatur ist jetzt gerade, ich bin gerade 4 gegen 5. Shit. Und, ja. So, na gut, dann würde ich mal sagen, dann skill ich das mit Tanzen. Wenn ich die erwische. Rave Party. Autsch. Toll, der obere ist eh ganz schlimm. Oh, das ist noch schön. Oh ja. Okay. Ups. Wahrscheinlich hat man Low Life. Na. Oh, jetzt mischt Abatur mit. Ja, das stimmt. Jetzt. Nein! Verdammt. Ja, die sind drin. Nein, die sind nicht drin. Verdammt. Oh nein. Mensch, immer dieser Graumähne. Ach so. was machst du gerade da? Aber das ist Abatur. Oh toll. Nein, nein. Lass mich in Ruhe. Kannst du lass mich in Ruhe. Nee, ne? Die können das eigentlich gut werden jetzt mit den oberen. Ja. Ah, das oder ist schon tot. Der ist okay. Schon down. Okay, passt. Unten kommt der Schlechter, der hat wieder Abatur gewittert. Oder auch nicht. Also hat er ja und ist Sniper. Weil ich kann mich noch an ein Match erinnern, wo wir ganze Zeit eingenommen haben. Und dann haben wir nur den oberen also die gegnerischen haben nur den oberen eingenommen. Damit haben sie auch gewonnen. Ja. Ja, das. Okay. Ja, unsere Defensive extrem schwach. Warte, ich komme. Und da kommen noch Gegner. Ah, verdammt, ich habe keine Ulti. Ich habe keine Ulti. Ich habe hier vorher eingesetzt. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße.
Oh nein, da hat Abaddon. Der hat jetzt seine Ulti wieder verschwendet. Er hat mich quasi gerufen und dann ist er sofort gestorben wieder. Ja, diese Runde läuft. Aber wenigstens hat jetzt Abaddon gecheckt, dass man halt so in eine Kuppel gehen kann. Und dass man drauf, auf den Gegner, den Spieler drauf gehen kann. Das ist schon mal der Fortschritt. Wir könnten noch aufholen. Abaddon, mach dich weg! Och Mann, Junge. Ja, es gibt entweder solche, die sofort reagieren, wenn man die pinkt. Aber einige, die sind dann, ja, wie unserer. Okay. Okay. Da oben war gerade Shen. Oh ne, ich muss mal kurz zum Brunnen. Oder auch nicht, hier gibt, wir haben keinen Brunnen mehr, scheiße. Hast du keine... Achso, wie du gegeben hast, okay. Ja, wir müssen zurück. Oh nein, Graumähne! Was soll denn das? Der weiß, auf was er gehen muss. Ja. Graumähne ist auch in letzter Zeit extrem gefährlich geworden. Ja. Der wurde auch gebufft, glaube ich, oder? Oh Gott, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube schon. So. Falstaff könnte mal seine Flügel schwingen und... Weil die drücken anscheinend lieber gerne ein, als irgendwie den Schrein zu machen. Okay. Lol. Wo soll denn das Licht aussehen? Ja, als ob. Graumähne, du kannst mich doch skippen. Jawohl. Mach dich weg, die Dinger, die. Ja. Genau. Nice! Auch wenn es mich wieder erwischt hat. Aber die kleinen Drohnen sind schon gefährlich. Vor allem, wenn man Low Life hat. Oh ja. Besonders wenn, weil sie auch unsichtbar sind. Und ja. Scheiße, die haben schon wieder ein. Das gibt's doch nicht. Ja, ja, das war. Wir müssen auch die Camps machen. Weil wir brauchen die Erfahrung. Ja. Vor allem sind die ja schon fast 3 Level uns voraus, what the fuck. Ja, das stimmt. Wenn die 20 sind auf jeden Fall, dann haben wir es eigentlich eh schon verloren. Oh verdammt. Okay, der untere ist böse. Okay, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Ja. Ich glaube, die wollen jetzt beenden. Glaube ich auch. Dieser Graumähne, wie einfach reinspringt. Ja, jetzt rollt er mich hier. Ja, roll mich zur Seite. Ach komm, das hat doch. Können wir noch reißen? Also, wenn ich Graumähne spiele. Und ich reinspringe, damit ich mir sofort hole. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache, auf jeden Fall. Ja. Okay, Moment. Ich mach das leider. Okay, nein, doch nicht. Mach ich nein! Doch nicht. Ich hab's versucht, Leute. Ich hab's versucht, aber es ist ein bisschen schief ausgegangen. Aber wir haben noch Graumähne. Graumähne könnte vielleicht ein bisschen deffen. Der springt rein und ist bestimmt gleich instant tot, pass auf. Oder der killt alle. Ja, das könnte wirklich möglich sein. Wenn er. Leute, ja, wir haben sogar unseren. Ja. Okay. Okay, zurück, Vollstart, zurück, Vollstart. Lass dich nicht locken. Lass dich nicht locken. Lass dich locken. Okay. Ach, Junge. Und ich komm dir auch noch zur Hilfe. LOL, ist der dumm. Nice. Okay, die wollen jetzt gerade. Na komm her, Graumähne. Ich habe jetzt mehr Leben als du. Und ich krieg dann. Dann landest du vor meinem Kamin als Pelz.
Boden, Teppich, was auch immer. So. Oh ne, ich bin tot. Ja. Oh ne. Nice, nice, nice. Gesslow, nein, Gesslow. Zu spät wieder. Mann. Ich mach die Ulti immer zu spät. Ja, vorhin, da hatte ich irgendwie Chen weggedrängt, ne? Du bist ja nicht unaufhaltbar, wenn du die machst. Deswegen hat er dich weggedrückt. Hätte ich auch andere Ulti. In seinem Fass ist ja euer unaufhaltbar. Das ist. Wir müssen aber Chen, das habe ich jetzt nicht bedacht, dass er auch noch da ist. Ja. Sonst hätte ich die andere geskillt. Aber naja. Ist auch nicht so schlimm, ne? Wenigstens haben wir ein bisschen Beat. Das stimmt, das stimmt. Wobei die andere, die wäre auf der Karte mehr rough gewesen, muss ich sagen. Weil da kannst du gleich in die Schreine quasi reinspringen. Aber okay, wir haben noch nichts verloren. Wenn die den jetzt kriegen, sieht es allerdings sehr schwierig für uns aus. Ich mach das, Leute. Ich mach das. Die blocken. Oh, nee. Ich schaff das, Leute. Ich schaff das. Nicht. Shit. Aber das ist mein EDC-Freund, der das auch nicht schafft. So, jetzt komm ich. Ich sag, okay. Jetzt geht's los. Pass auf, Jungs, jetzt geht's los. Lol. Ja, Kunze. Okay, ui. Ach, wir haben ja gar keinen Turm mehr, scheiße. Ja. Oh Gott. Ja, das war ziemlich aufregend. Down. Der Graumähne, der. Ich weiß nicht. Was macht der da? Was macht der da? Also, das ist. Na gut. Ist verloren. Shit. Ach du Scheiße, ich bin schon 12-mal gestorben. Ja, hab ich gar nicht mitbekommen. Ich bin auch 9-mal gestorben. Ja, Falstad. Ja, okay. Das akzeptiere ich. Das kannst du wenigstens machen. Aber du wirst jetzt wahrscheinlich so aufs Maul kriegen. Ja, die stört das ja nicht immer. Gehen ja da nicht immer alle hin. Ja. Shit. Das. Da habe ich keine Chance gehabt. Ich weiß nicht, warum ich einfach angegriffen habe, aber. Ja. Schade. Aber so läuft es hier nun mal in Heroes of the Storm. Das stimmt. Jetzt. Komm, das schaffe ich. Aber ich muss sagen, das ist auch gerade extrem spannend. Okay, na gut, jetzt holen sie einfach noch die Punkte. Ich wollte gerade sagen, was kommt denn jetzt? Lol, die fallen in unsere Base rein. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja. Der Gesslow, der stirbt da jetzt nicht etwa. Lol. Ja, komm, geh nochmal hin, Gesslow. Der kommt da nicht weg, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Na, gut, aber der braucht doch eigentlich gar nicht weggehen, weil. Mit der Wave ist das. Der muss uns eigentlich nur aufhalten, das reicht schon. Ja. So, okay. Naja. Immerhin war die Runde ganz lustig. Autsch. Immerhin. Und jetzt tanzen wir noch am Schluss und ich krieg's nicht. Toll, jetzt sind wir Level 20. Mann. Jetzt geht's los. Ja. Los geht's. Lol. Ja. Es ist. Geh weg. Na, komm dran. Sind die dumm oder? Okay. Lol. Ja, okay, und los. Go, go. Jetzt müsst ihr schnell treffen. Wenn ihr das schafft, war glaube ich extrem beim Ziel. Schlechter ist. Oh. Und jetzt checken. Ah, oh. Shit. Ah, ja. Gewonnen! Okay. Ja. Naja. Kann man nichts machen. Hätte spielen sollen, dann hätte ich reingehauen, dann hätte ich alle geslaut, dann hätte ich Sintergrosse rausgeschossen lassen und dann. Ja. Hätte es anders ausgesehen, dann hättest du die alle rasiert. Die hatten ja auch noch relativ wenig Low Life, ne? Der Chen, der hat halb am Todestuch genagt und beim Schlechter sah es auch nicht. Ich glaube, der Schlechter ist ja noch gestorben. Ja, liebe Freunde,
Wer dieses Format hier bzw. meine Heroes of the Storm Folgen verfolgt, der weiß, so ist nun mal Heroes of the Storm. Und ich muss sagen, wir haben nur 35 Kills weniger als das gegnerische Team. Ja, der Abstand ist etwas klein, aber... Ja, wir waren angenehm. Nicht, also... Ja, so groß ist der Abstand eigentlich gar nicht, muss man sagen, aber... Ja. Immer positiv. Es geht natürlich nicht um die Kills, es geht um den Spielspaß, ne Leute? Genau, das stimmt. Das ist wahr, der Spielspaß. Oh, du hast den... Ach, den Skin hast du! Schön, schön. Den probieren wir, glaube ich, gleich bei dir aus, ne? Ja, können wir machen. Sehr schön. Alter, dein Schwert, wie lang das einfach mal ist. Das ragt mit bei mir auf meine Plattform da. Das ist gut, liebe Freunde. Das war also eine Folge Sturmbegegnungen mit dem guten Roxham. Schaut bei ihm auf dem Kanal vorbei. Link ist unten in der Beschreibung. Die Folge, die wir jetzt aufnehmen werden, die ist wahrscheinlich oben auch noch irgendwo verlinkt im Video. Und dann würde ich denken, hat Spaß gemacht mit dir, auch wenn wir ein bisschen aufs Maul bekommen haben. Ja, ich bedanke mich auch dabei zu sein. Und dann würde ich denken, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Ciao.